brauche, glaube ich, keinen Controller, ne? So, jetzt bin ich in einem leeren Raum und da liegt ein Stuhl und sonst nichts. Ja, Blindfold. Hier to continue, mach ich doch glatt. Das funktioniert. So, you will be asked questions to answer them. Was? Not yes to. Hä? Not yes or no. Also yes ist dann so. Das macht er. So, das Ding ist in Englisch, wie man hört. So, ich hoffe, ihr versteht mich. So, ich hätte ja, schön wären jetzt so Optionen wie Untertitel und so. Ich sehe gar nichts. Ja, ich habe, glaube ich, einen Sack über dem Kopf. Ja, der wird mir jetzt abgezogen. Aha. Ja, optisch ist das okay, sag ich mal. Kann man mitnehmen. Bisschen flimmert es hier und da, aber okay. Ich meine, wir reden über 2 Euro. Und ich sitze auf diesem Stuhl. Vor mir ist ein Kollege mit einer Augenbinde und sonst ist hier nichts. Ich weiß nicht, ob ich was machen muss. Massenexekution, unleashed by Aryans new regime. Ich habe keine Hände. Das heißt, dann kann ich soweit auch nichts machen. Da ist eine Kamera noch anstehen. Da kommt jetzt irgendwie. Ja. Gas, Wasser, keine Ahnung, aus dem Rohr. Ja, und nö. Tut sich was? Da kommt jemand. Choose your answers wisely and we will consider releasing your family. He was once like you, the fire. But look at him now. That gag, it must be uncomfortable. Too bad. For now, when I ask you a question, you will answer by nodding your head. So. I record all my sessions. Ja, es ist halt ein bisschen sehr dunkel. Okay, das ist ja, soll ja auch der, hier die Atmosphäre so ein bisschen aufbauen. Leider keine Untertitel, also ich verstehe dann auch nicht die. Hallo? Hat er schon was gesagt? Yes or no? Ja, mach mal jetzt. Alles gut. Hallo? Ja, yes. Yes or no? Oh no? Ich habe beides jetzt gemacht. Jetzt geht's nicht weiter. Hallo? As a photographer, you should be very comfortable with the camera. Everything you do has consequences. Passion! Isn't that right? Passion! Ah, it seems my treatment of him upsets you. Should I get rid of him? What do you think? If you don't answer, I will choose for you. Was möchtest du? Hallo? You're merciful to a traitor like him? Also so ganz kann mich das Ding noch nicht so überzeugen. I wonder, do you believe in God?
So, das ist jetzt russisch Roulette. Do you? Have you no faith? Nee. Do you believe that you will go to heaven? Nee. You don't. Well, I have a way of converting non-believers. Also, mir fehlen echt hier die Untertitel, muss ich ganz ehrlich sagen. That Western puppet. But then you took pictures accusing us of heinous acts against our own people. Do you deny that this is your camera? Yep. You're lying. We found it hidden in your home, and your mother put up quite a fight. Now she is here in heaven for rehabilitation. After all, it's the faithful mother who creates the faithful mortal. Did you think your actions wouldn't have consequences? Did you not use your camera to attack us? No, no. You did. And by doing so, you disgraced our great nation. The Ministry of Intelligence has charged you with treason and determined that you took photos for the foreign press in order to destabilize the Islamic Republic of Iran. Das Problem habe ich hier, ich weiß nicht, wann ich nicken soll und wann nicht. Weil es geht auch irgendwann weiter, wenn ich gar nicht nicke. So, jetzt erwartet er wahrscheinlich wieder irgendwas von mir. Ich sage einfach nein. Und ja, das ist echt ein bisschen blöd gemacht jetzt. Also es wäre echt cool, wenn es so Untertitel wären. Und ich sag mal, dann sind die so farblich gekennzeichnet, weil man echt reagieren muss. Weil ich verstehe da auch echt nicht so viel. Jetzt geht er. Tschüss. I'm sorry. They made me confess. They were gonna hurt my family. They forced me to say this. Push with it. Just know, if you confess, you were the leader. Weiß nicht, was sie jetzt machen. Pathetic. He was angry and resisted. And now just look at him. He begs for mercy. But where was the compassion for those who died because of his actions? He named you as a collaborator. Uh-huh. He is the reason we found you. Do you hate him? Ja, ich hasse ihn, ja, ja. Of course you do. I would feel the same way. Look at this. Yeah. Babin, you took this picture and gave it to the foreign press, didn't you? Nee. You spread false information to damage the spirit of your own people. An act of treason that only I can save you. Do you hear me? Now, are you ready to admit your guilt? Ja, nee. I thought you were smarter than him. Now tell me the truth. Ja, leider kann das Ding echt hier keine Atmosphäre aufbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir echt ein bisschen mehr versprochen. Tell him what he wants to hear. Behesh Begu. Confess that you are the leader. There's no other way. End this. Time is up. This is what you will do. You will confess to everything. Do you hear me? You will confess to being the leader of these traitors. You will give us all the details we require and hope that our faithful leaders have mercy on your soul. It's okay. There is a divine sense of relief when you let go and tell someone the truth. Are you ready to confess? Nee. Jetzt bekomme ich ein Trophy. Also gut, das war die falsche Antwort. You will die here in heaven. So.
you, he was just one of many. Tja, ich habe leider echt nicht viel verstanden. Wir sehen uns morgen wieder, hat er gesagt. Wie gesagt, das Ding kostet 2 Euro. Ich habe wieder eine Trophy bekommen. So, das war's schon. To rotate R1. Das sind die ganzen. Achso, das sind die da gestorben sind. Zum Andenken. Wir rotieren mal. Aha. So. Also sehr kurz das Dingen. Show Credits. Gucken wir auch gerne nochmal rein. Ja, das war es dann schon. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe nicht so viel verstanden. Gut, für 2 Euro macht man jetzt nicht allzu viel falsch, aber ein bisschen mehr habe ich mir schon versprochen. Also die Atmosphäre war nicht ganz so da, sage ich mal. Und wie gesagt, ich habe Untertitel vermisst, damit man so ein bisschen was versteht, weil nicht jeder kann ja perfekt fließend Englisch. Jo. Wie gesagt, muss man nicht kaufen. Ihr habt es jetzt bei mir auf dem Kanal gesehen und wie gesagt, die Atmosphäre war jetzt nicht so gegeben, wie ich mir das gewünscht hätte. Das hat man alles schon mal besser gesehen. Ich sag mal bei Resident Evil, da wenn man auf dem Stuhl sitzt, das sah um einiges besser aus. Und ja, gut, war eine kurze, knappe Erfahrung. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. War jetzt nicht spektakulär, ich weiß, aber ich wollte es mal gezeigt haben. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Video auf meinem Kanal. Euer Toxic. Bye!